Hallo, willkommen zu einem super, super leckerem neuen Video. Ihr habt ja im Titel schon gelesen, es gibt heute neue Nutella-Rezepte. Mittlerweile habe ich ja schon fast so eine Serie, also ich habe ja schon einige solcher Videos gemacht, immer mit unterschiedlichen Rezepten. Ich kann euch die gerne unten verlinken, falls ihr nach diesem Video nicht genug bekommen habt. Wenn ihr Nutella liebt, dann werdet ihr das lieben. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ihr könnt für alle Rezepte natürlich auch eine Nuss-Nougat-Creme nehmen, eurer Wahl. Es gibt ja noch ganz viele andere Marken. Und ich muss ehrlich sagen, dass es bei mir Nutella wirklich so eins der wenigen Produkte ist, wo ich eigentlich nur das Original mag. Aber falls ihr sagt, es gibt einen Aufstrich, der ist mindestens genauso lecker, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann probiere ich den gerne mal. Und dann würde ich auch schon sagen, wir hüpfen in meine Küche und let's go! Das Rezept eignet sich perfekt, wenn man irgendwie sagt, man bringt noch was mit zu einem Brunch, zu einem Mädelsabend oder wo auch immer man hingeht, weil man es einfach sehr gut transportieren kann und sehr gut vorbereiten kann. Alles, was ihr dafür braucht, ist natürlich Blätterteig. Den könnt ihr entweder selber kaufen oder selber machen. Ich habe mich jetzt aber für selber kaufen entschieden. Da muss ich wirklich sagen, die aus dem Supermarkt sind eigentlich ganz gut. Und natürlich braucht ihr ganz, ganz, ganz viel Nutella oder irgendeine andere Nuss-Nougat-Creme. Ihr könnt da natürlich alles reinmachen, ne? Aber ich muss sagen, dass ich das Original wirklich mit am liebsten mag. Und war es bei euch auch mal so ein besonderer Moment, wenn ihr das neue Nutella-Glas aufmachen durftet? Ich habe es einfach geliebt, ne? Es war einfach so ein richtiges Highlight immer. Ist es irgendwie heute auch immer noch. Und ihr gebt dann der, die, das, wie auch immer es heißt, Nutella, auf die eine Hälfte des Blätterteiges. Seid da auch nicht so sparsam. Also ich glaube, man unterschätzt das leicht und denkt, boah, das ist schon voll viel. Aber man soll ja auch am Ende was schmecken und der Blätterteig schluckt doch auch einiges. Und vergesst beim Verstreichen auch nicht die Ecken und auch die Kanten und die Ränder, weil ne, es soll ja irgendwie überall ein bisschen was davon sein und ein bisschen schokoladig schmecken. Ja, und dann klappt ihr den Blätterteig eigentlich auch schon zusammen. Guckt wirklich vorher, dass ihr euch die Hälfte markiert, dass ihr auch wirklich die Hälfte bestrichen habt, weil ansonsten könnt ihr das eigentlich nicht nochmal hochnehmen, wenn ihr das schon so draufgelegt habt. Das klebt nämlich dann mega zusammen und es steht die Megasauerei. Hatte ich nämlich auch erst. Ich spreche aus Erfahrung. Aber ja, und dann schneidet ihr den Blätterteig in so circa 1,5, ich würde sagen, ja, 2 cm dicke Streifen. Und das werden dann, ich würde sagen, so 10 bis 12 Pizzaschnecken. Pizzaschnecken, genau. Nutella-Schnecken meine ich natürlich. Aber mit Pizzaschnecken könnte man das natürlich rein theoretisch auch machen. Ja, und ihr dreht dann den Teig, wie ihr hier schon seht, entgegengesetzt ein. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, dreht ihr den praktisch nochmal so zu einer Schnecke. Ist immer sehr schwierig, sowas zu erklären. Aber eigentlich super easy und sieht halt total cool aus, wenn man so denkt, hey, wie hat man das gemacht? Und eigentlich ist es ja total simpel. Ja, das macht ihr dann mit allen und dann gebt ihr das Ganze in den Backofen. Ich hatte das jetzt bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 12 Minuten im Backofen, aber das steht eigentlich auf dem Blätterteig hinten auch drauf. Oder ihr guckt einfach nach, also wenn es braun wird, ne, dann ist es halt gut. Das war's eigentlich auch schon. Ihr könnt da noch ein bisschen Puderzucker drüber geben und dann einfach ab in eine Tupperdose mitnehmen oder einfach direkt essen. Und ich kann wirklich nur sagen, die schmecken so, so, so lecker. Total schokoladig und ist einfach irgendwie so ein perfekter Snack für so einen Nachmittag zu einem Tee oder eben auch, wenn man irgendwie was mitbringen soll. Machen wir weiter mit dem Cheesecake. Leute, der schmeckt so gut. Alles, was ihr dafür braucht, sind Schokobutterkekse. Ich hatte jetzt hier so welche mit so einer Cremefüllung. Das geht auf jeden Fall auch. Ihr könnt aber eigentlich auch jeden Schokokeks nehmen, den ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch helle Kekse nehmen. Das geht natürlich auch. Aber wenn ihr die volle Dröhnung Schokolade wollt, dann nehmt Schokokekse. Oreos sind schon auch lecker. Ist mir gerade so eingefallen. Ja, auf jeden Fall braucht ihr schon einige Kekse. So circa 200 Gramm. Und die müsst ihr dann erstmal schreddern. Ich habe hier so eine, ja, so ein Zerhäcksler, ich glaube, das nennt sich Moulinette, kann ich euch gerne mal unten verlinken, der ist richtig, richtig gut und super günstig. Und da gebt ihr dann, ich schreibe euch die Mengenangaben hin, flüssige Butter zu. Und das muss dann halt so ein klebriger Teig werden, den man dann nachher praktisch auf den Boden drücken kann in der Springform und der sich dann halt so fest wird als Keksboden. Genau, einfach so ein bisschen mit den Fingern andrücken. Jetzt sieht es noch sehr nass aus, aber das trocknet nachher alles und wird richtig schön fest. Und dann braucht ihr ein ganzes Paket Frischkäse, also 250 Gramm. Wenn ihr jetzt so einen kleinen Kuchen machen wollt wie ich, aber das reicht völlig, glaubt mir, da ist nämlich schon einiges an, sagen wir mal, ungesunden Zutaten drin. Dann braucht ihr noch Puderzucker. Ich habe das alles abgewogen, wie ihr seht, aber es geht am Ende so ein bisschen auch um Geschmack, denn es ist ja ein No-Bake-Cake. Das heißt, der kommt nicht in den Backofen. Das heißt, da ist auch nichts drin, was irgendwie verderblich ist oder ein Ei oder sowas. Von daher, also verderblich schon, der Frischkäse natürlich, aber jetzt nichts, was gebacken werden muss. Und dann kommt noch ganz,
ganz, ganz viel Nutella hinzu. Also da war ich wirklich schockiert, wie viel da rein muss. Aber am Ende soll es natürlich auch eine Nutella-Cheesecake-Creme sein. Und wenn ich jetzt so rede, dann läuft mir wirklich das Wasser im Mund zusammen, weil ich natürlich auch probiert habe. Und es war einfach so, so lecker. Ja, ihr verrührt das Ganze dann zu einem Teig oder zu dieser Creme. Und im Endeffekt ist das auch schon alles. Ihr gebt die Creme dann auf euren Keksboden und dann kommt das Ganze einfach schon in den Kühlschrank. Ich würde empfehlen, mindestens 6 Stunden. Also dann ist das Ganze wirklich schön fest und ihr könnt es gut schneiden, weil das wäre sonst schade, wenn ihr es nachher da rausnehmt und es zerläuft alles. Ich habe mir dann so ein schönes Stück abgeschnitten und dann einfach ein paar Erdbeeren drüber gegeben, ein bisschen Puderzucker und so kann man es auch einfach perfekt servieren, oder? Und es ist super schnell gemacht, es ist ohne zu backen, es ist eigentlich absolute Gelinggarantie, weil man da einfach nichts falsch machen kann. Das Einzige, was man kochen muss, ist praktisch die Butter im Topf zu schmelzen. Und das war's. Glaub mir, viele werden denken, boah, voll die krasse Idee. Ich glaube, das muss ich auch mal nachmachen. Das Rezept fand ich so genial. Und zwar braucht ihr natürlich erstmal Nutella. Was für eine Überraschung. Und dann gebt ihr auf ein bisschen Backpapier so kleine Nutella-Fladen. Ich würde sagen, so ein Esslöffel passt ganz gut. Und die müsst ihr einfach nur so ein bisschen dünner streichen mit einem Messer, sodass es halt nicht zu dünn ist, aber eben auch nicht zu dick. Und die kommen dann für, ich würde es einfach über Nacht machen, aber so für circa 6 Stunden ins Gefrierfach, sodass halt wirklich die Masse an Nutella, ich versuche mal der, die das irgendwie zu vermeiden, damit wir hier irgendwie nicht darüber diskutieren. Ich sag immer, das Nutella. Ja, ich glaube, ich sag das, aber egal. Auf jeden Fall kommt das Ganze in den Tiefkühler, damit das Ganze festfriert und zu einer Masse friert, denn das kommt ja schließlich nachher in unsere Pancakes. Wie ein Pancake-Teig oder ein Pfannkuchenteig geht, ist, glaube ich, relativ easy. Aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Ihr braucht, ich habe jetzt so circa 2 Portionen gemacht, 2 Eier, dann natürlich noch Mehl und Milch. Das ist eigentlich so der Grundteig. Ihr könnt noch ein bisschen eine Prise Salz und eine Prise Zucker hinzugeben. Ich muss aber ehrlich sagen, Zucker, finde ich, braucht man nicht, weil man nachher ja noch ganz, ganz viel Nutella da drin hat und das dann schon süß genug ist und so hat man halt einfach so einen Grundteig und Wasser braucht man natürlich noch. Ja, das Ganze verrührt ihr dann zu einem Teig und dann kommt das auch schon in die Pfanne. Ich mache erst oder habe probiert, so eine möglichst dünne Schicht an Pfannkuchen erstmal so abzubraten, dann natürlich auch zu wenden und sobald beide Seiten goldbraun sind, dann meine eingefrorene Schicht Nutella da drauf zu legen und dann kommt wieder eine Pfannkuchenteigschicht. Ich muss sagen, dass es sehr hilfreich ist, wenn der Pfannkuchenteig ein bisschen dicker ist, dickflüssiger, weil ansonsten zerläuft das, weil natürlich auch durch das Nutella da oben so ein Huckel entsteht und dann läuft alles runter und dann ist das nicht so optimal. Also versucht eher lieber ein bisschen mehr Mehl zu nehmen und weniger Milch und Wasser. Nicht zu dick natürlich, aber ein bisschen dickflüssiger als bei mir. Ja, und dann bratet ihr das auch wieder von beiden Seiten an und am Ende habt ihr den perfekten Pancake und schaut euch mal meinen mega krassen Pancake Tower an. Ich habe das jetzt auch so richtig schön mal so aufgeschnitten und mal drauf gedrückt und dann seht ihr, wie diese Schokolade da einfach rausfließt. Och, das sieht so gut aus. So viele werden beeindruckt sein und fragen so, hey, wie geht das? Weil das ist irgendwie so, eigentlich so mega simpel, aber daran denkt ja keiner vorher, das Nutella einzufrieren. Deswegen richtig genial und einfach mega lecker. Ich habe gedacht, ich zeige euch zum Abschluss noch eine vegane Alternative zu einer Nuss-Nougat-Creme. Und zwar braucht ihr dafür Schokoproteinpulver, dann Milch und dann noch Haselnussmus. Könnt ihr online kaufen. Ich habe das bei der Koro-Drogerie gekauft. Davon braucht ihr ca. 50 Gramm jetzt für diese Mengenangabe. Und das müsst ihr einfach nur verrühren. Ihr seht von der Konsistenz, würde ich auch sagen, lieber weniger Milch, mehr Proteinpulver oder mehr Nussmus. Dann ergibt es eher diese cremige Konsistenz. Ich sage es euch aber auch ganz ehrlich, ich finde nicht, dass es irgendwie an Nutella rankommt. Es schmeckt aber wie ein Nuss-Nougat-Aufstrich oder wie eine Creme. Und ist natürlich deutlich kalorienarmer. Wie gesagt, ganz ehrlich, ist es einfach nicht zu vergleichen. Aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Ich habe das Rezept bei Pinterest gefunden. Vielleicht ist es ja euer Ding. Und ihr könnt es natürlich mal probieren. Es schmeckt auf jeden Fall gut. Nur eben, finde ich, nicht so gut wie Nutella. Wenn ihr irgendwas davon nachmacht, dann schickt mir bitte, bitte, bitte unbedingt Fotos auf Instagram. Entweder ihr verlinkt mich oder postet es in der Story und verlinkt mich dann. Oder ihr schickt mir einfach eine Direktnachricht mit einem Foto und schreibt mir bitte, wie es euch geschmeckt hat. Ich bin so, so gespannt und freue mich einfach immer wieder darüber, wenn ich sehe, dass einfach so echte Menschen, also ich sehe ja nur meine Kamera, so etwas nachmachen, was ich ausprobiert habe. Und die meisten Rezepte, wie diese jetzt auch, habe ich alle zum ersten Mal auch gemacht. Die sind mir alle gelungen. Deswegen, falls ihr noch zweifelt, braucht ihr nicht.
Ihr schafft das auch. Alle Originalrezepte sind nochmal unten in der Infobox verlinkt, falls ihr nochmal nach genauen Mengenangaben und so schauen wollt. Und ansonsten hoffe ich sehr, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!